Okay, ich habe keinen Plan, wie ich dieses Video anfangen soll. Also, reden wir einfach darüber, wie meine Katze aus dem Fenster gesprungen ist. Wir reden nicht nur über irgendeine Katze. Nein, wir reden über meine Katze, die sich denkt, ja, ich spring mal nicht aus dem Fenster. 360 Uhr, Uhr, Uhr! So, das Problem ist nicht, wir leben nicht im ersten Stock. Nein. Sie springt auch nicht auf den zweiten. Nein, sie springt natürlich genau aus meiner Etage, aus dem dritten Stock, schön auf den fucking Asphalt. Stellt euch das mal vor, da steht so eine random Katze an dem Fensterbrett. Oh, was ist das? Oh, Boden. Jetzt! So, dann paar Jahre später, neue Katze. Alte ist tot. Katzenbrot. Cat. Lüscher. So, was macht meine neue Katze? Vielleicht mag ich ja kein Wasser, aber vielleicht trinke ich das Duschwasser und leg mich auf nasse Handtücher. Das ist nicht das einzige Ding, was die ganze Zeit abzieht. Nein, die denke ich auch. So, ja, lass mal rausgehen. Okay, ist gut, Setter. Ja, gut. Nee, doch nicht. Lass wieder rein. Oh nee, ich will wieder raus. Nein. So. Die Katze kommt jetzt nicht mehr raus. Warum kann ich denn nicht mehr raus? Das ist der Alltag von einer Katze. Literally, jeden Tag eine Katze. Die geht raus, kommt direkt wieder rein, frisst und verpisst sich wieder. Das ist der Lebensinhalt einer Katze. Und dann nicht zu vergessen, nachts, du willst schlafen, kommt deine Katze an. Oh, Mensch, lass mal hingehen und lass den mal nochmal schön aufwecken und schön ins Gesicht sabbern. So richtig schön wie ein fucking Sprinkler. So, da kommt die an, springt auf meine Tastatur und dann nimmt die mir die halbe Seite meines Bettes weg. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ein Bett. So, ich liege in diesem Bett ganz normal drin. Und dann kommt diese Katze und denkt sich einfach, ja, komm, ich bin so dreimal kleiner als dieser Mensch. Und ich nehme mehr Platz ein als der Mensch selber. Völlig normal für eine Katze. Das ist so weird. Warum?